verivox.de. Da sparen Sie mit Sicherheit. Alcatel OneTouch heißt jetzt nur noch Alcatel. Macht uns allen das Leben natürlich sehr viel leichter und hat hier gefühlt in Barcelona, ich würde mal sagen, 30 neue Produkte vorgestellt. Vielleicht sind es auch nur 12 in Realität, ich weiß nicht. Also Pixies in allen Größen, Farben, Formen, Preisklassen. Deswegen habe ich mir einfach mal die interessantesten Produkte rausgepickt. Highlight ist definitiv das Idol 4S. Das ist die Verpackung und ihr habt euch wahrscheinlich schon gedacht, gleichzeitig auch eine VR-Brille, Virtual Reality, Kunststoff, also nicht so Cardboard-mäßig aus Pappe oder sowas. Strapse und was weiß ich, kommen dann natürlich alles noch dran. Ja, und wenn der Kunde das Ding erstmals öffnet, sieht das so aus, da liegt hier das Handy halt drin. Zum VR-Betrieb muss man dann natürlich einschalten sowieso, aber vor allen Dingen dann natürlich mit dem Display nach unten zu den Linsen hier hinten. Das Ganze platzieren. Pfiffige Idee, all in one, schon mal als Stichwort hierfür. Ja, aber auch als normales Telefon sozusagen sehr spannend, weil 5,5 Zoll Display, AMOLED und vor allen Dingen 1440 mal 2560 Pixel. Und damit komme ich natürlich auf eine richtig knackige Schärfe und das ist ja auch wichtig, gerade für VR, weil ihr habt ja die Linsen noch davor, die vergrößern das alles. Und da ist man dann mit Full HD, naja, das wird nicht wirklich Spaß machen, möchte ich mal meinen. Sehr schön, also schon mal vom Display her. Android 6 auch gleich ab Werk drauf installiert. Und vor allen Dingen, ihr erinnert euch vielleicht noch, und ihr seht das ja hier vorne und hinten. Ja, das war beim Idol 3 der Clou. Da hat man ja gesagt, okay, oben und unten Mikrofon und Lautsprecher. Da kann man telefonieren, wie man lustig ist, wie man das Ding aus der Tasche zieht. Muss man gar nicht erst suchen. Das hat man beibehalten. Und noch ergänzt jetzt um die Lautsprecher. Und man sagt, okay, Stereo-Lautsprecher auf der Front, feine Sache. Aber manchmal legt man das Ding ja auch so auf den Tisch, will dann auch Musik hören. Und da seht ihr hinten die Schlitze. Das heißt also auch hinten Stereo-Rücklautsprecher. Es bleibt aber bei zwei Lautsprechern, die halt nur nach vorne und hinten gleichzeitig abstrahlen. Die aber mit, so der Hersteller, 3,6 Watt sollen die haben, jeweils. Das wäre natürlich schon mal monströs geradezu für ein Smartphone. Und dementsprechend hoffe ich auch wirklich auf einen lauten, kräftigen, schönen Sound. Werden wir uns natürlich auch noch mal alles näher anschauen, sobald das Produkt final da ist. Noch ein bisschen zu den Spezifikationen. Qualcomm Snapdragon 652 Prozessor bedeutet 8 Kerne und vor allen Dingen die Hälfte davon Cortex A72. Also der muss richtig Dampf unter der Haube haben, hoffe ich jetzt mal zumindest. Na, ansonsten 16 Megapixel Kamera hinten. Video ist übrigens in 4K, vorne 8 Megapixel Kamera mit allen Schikanen, Auto HDR und hast du nicht gesehen. Und vor allen Dingen, ihr seht es ja auch hier schon, Speicher ist erweiterbar, ist ja ganz wichtig, MicroSD-Slot, offiziell bis zu 512 GB, intern übrigens 32 GB, also auch nicht zu knapp, kann man glaube ich mit leben. Hier hinten hat man jetzt im Gegensatz zum Idol 3 eine Glasoberfläche verbaut. Naja, muss man Fan von sein. Das sieht natürlich edel aus, aber mal gucken, ob ich euch das hier ins rechte Licht drücken kann. Die Fingerabdrücke sieht man natürlich auch wunderschön auf sowas. Naja, man muss halt drauf stehen, aber gibt ja viele Hersteller, die das machen. Offenbar kaufen die Leute ja sowas dann gerne. Ich finde es eher kontraproduktiv, aber bitte müsst ihr wissen. Na, ich wollte jedenfalls kurz sagen, Glasoberfläche, deswegen Akku nicht rausnehmbar, also ist fest verbaut, 3000 mAh, ist ja aber auch nicht gerade wenig. Und dann an der Seite findet ihr noch den sogenannten Boom-Key. Also das ist nicht wie bei Sony der Ein-Ausschalter, sondern den kann man halt frei belegen und dann beispielsweise die Kamera damit starten oder andere möglichen Sachen damit machen. Also ein durchaus spannendes Gerät, 499 €, ohne Vertrag soll es kosten und erhältlich sein ab Juni auch in Deutschland. So, das war die eine Geschichte hier. Und das ist jetzt sozusagen die abgespeckte Variante, das Idol 4. Kostet natürlich auch weniger, 279 €, andere Preisklasse. Kommt auch ohne diese Verpackung mit VR-Brille und hat vor allen Dingen auch in Anführungszeichen nur 5,2 Zoll. Full-HD-Display, also das heißt auch mit VR, deswegen sprach ich das vorhin schon mal an, von der Auflösung her, dann natürlich nicht ganz so attraktiv. Auch sonst ein bisschen abgespeckt, 13-Megapixel-Kamera statt 16, geht glaube ich dann auch noch. Interner Speicher 16 GB, aber die 3 GB Arbeitsspeicher sind immerhin gleich geblieben. Und ihr seht ja dasselbe Prinzip mit diesen Lautsprechern, Glasrückseite, also wirklich identisches Modell, nur eben ein bisschen reduziert. 2610 mAh dann hier der Akku in dem
dem Fall. Und natürlich auch ein etwas anderer Prozessor. Das ist ja auch mal völlig logisch eigentlich bei der Preisklasse. Da hier ist es jetzt der Snapdragon 617, also normale Cortex A53-Kerne, Octa-Core 1,2 und 1,7 GHz. Also auch nicht schlecht. Und vor allen Dingen vom Preis-Leistungs-Verhältnis her sind die Mittelklasse-Prozessoren dann ja meist doch noch ein bisschen besser. Ja, also auch ein sehr schönes Ding, muss ich sagen. Kommt aber ein bisschen später, also definitiv ja nach Juni. Vielleicht wird es auch Herbst, können wir jetzt momentan noch nicht wirklich abschätzen. Last but not least, hier drüben ein 2-in-1 Notebook, das nennt sich Plus 10. Jetzt muss ich nur mal gucken, Bildschirm mal wieder ausgegangen hier. Mal funktioniert, mit dem Akku hier gibt es ein kleines Problemchen, habe ich manchmal den Eindruck. Das ist halt auf den Messen immer so, Dauerbetrieb, da kannst du reinstecken, was du willst, auch wenn es in dem Fall wirklich 5830 mAh sind. Für ein 10,1 Zoll Display ist das schon ganz ordentlich. Ah, jetzt kommt er hier endlich mal wieder. Jawohl, so, da kann ich es euch ja doch noch zeigen. Das ist natürlich schon nicht schlecht bei einer Auflösung 1280x800 Pixel. Ist es jetzt nicht knackig scharf, aber ihr seht, da kann man jetzt für das normale Arbeiten schon durchaus mit leben, möchte ich jetzt mal meinen. Und vor allen Dingen vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ist es natürlich auch deutlich billiger als das, was man sonst so als Two-in-Ones hier so erlebt. 349 €, soll auch ab Juni verfügbar sein. Ja, und hier, das möchte ich euch noch mal kurz präsentieren, dieses Keyboard, weil also da sind auch noch mal, ist ein Zusatzakku drin, 2580 mAh. Anschlag ist gut, gefällt mir sehr, kann man auch mitarbeiten. Ihr seht hier oben die Kontakte auch, da wird das einfach noch mal zusätzlich reingesteckt. Und vor allen Dingen, das ist halt so ein bisschen witzig gemacht hier, dass der drüben, der Slot ist für die LTE-Karte. Das heißt, die sitzt hier im Keyboard drin und gleichzeitig funktioniert das Keyboard dann als Wi-Fi-Hotspot. Das heißt also dann einerseits natürlich hier, klar, Direktverbindung Internet, klar, ihr könnt aber auch bis zu 15 weitere Nutzer, jetzt Smartphone oder was weiß ich, wenn ihr unterwegs seid, wie auch immer, das ist dann euer Hotspot, auch eine clevere Idee. Wi-Fi natürlich sowieso und 5-Megapixel-Kamera und 32 GB interner Speicher. Ich sage jetzt mal das Übliche, erweiterbar. Als Prozessor übrigens der Atom X5, 1,44 GHz habe ich hier kurz mal eben in den Systemeinstellungen gecheckt. Also das sieht doch alles ganz ordentlich aus. Es gibt natürlich hochwertigere, völlig klar. Aber für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis hier, glaube ich, kann man da sehr gut mit leben. Ja, das war das Plus 10, das Idol 4 und das Idol 4S. Ich hoffe, ich habe euch einen ersten schönen, guten Überblick über die neuen Geräte hier oder zumindest die Highlights von Alcatel bieten können. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Verivox.de. Da sparen Sie mit Sicherheit.